Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und wir starten direkt mit einem Gesicht, aber wir starten auch mit einem Gedicht. Und zwar von, in der letzten Folge geschrieben, von Claudi Polderblues, den ich in den letzten Wochen viel zu wenig gewürdigt habe. Der hat nämlich für jede einzelne Dead by Daylight Folge immer ein mega Gedicht mit der jeweiligen Handlung geschrieben. Und wir haben es ja seitdem auch nicht nochmal aufgenommen. Doch, ich habe es letztens aufgenommen. Kommt jetzt auch heute die erste Folge um 16 Uhr mit, jetzt darf ich es nicht versammeln, mit Ran, dem Tütendackel, mit so einem Bührer, mit Pandoron und mit mir. Genau, so, aber da habe ich die nicht vorgelesen, weil das waren ja ganz andere Leute. So, und jetzt macht er mal 7 Days weiter. Und von daher, die sind richtig gut. Ich habe eben gerade mal in Friends eins zum Besten gegeben. Ja, aus der letzten Folge mit der Magnum. So. Die Zombies sind gar listige Wesen. Das konnten wir letzte Folge sehen. Ratlos können wir mit dem Helden in seiner Unterkunft nun stehen. Wo ist die Magnum nur geblieben? Beide Hände. Sie sind leer. Ihm ist's, als wär's ein Hund gewesen, der Übeltäter wär. Nicht entrissen wird das Eisen, schon eher schon im Schreck verbrannt. Solch Raffinesse ist erschreckend, solche Tricks ihm unbekannt. Vor der Horde ihn zu schwächen, welch bodenlose Niedertracht. Der Held dann in die Stube ging, ob er sich eine neue macht. Das werden wir erst später sehen. Geschickt wurde hier der Schnitt gewählt, ist Well darüber sich im Klaren, wie sehr er seine Zuschauer quält. Das ist so, das ist richtig, die sind richtig, richtig, richtig genial. Ich habe daraufhin nur geantwortet, gefressen hat er die Waffe, der hat wohl einen an der Waffe. Ich war heute echt, hast Urlaub, kommst du nix. Und daraufhin hat er dann nochmal geantwortet, wenn Hunde lieber Waffen als Knochen beißen, sollten sie nicht Hunde, sondern Müllschlucker heißen. Ein Zombiehund, der eine Magnum frisst, besser das Zähneputzen nicht vergisst, denn andernfalls stinkt er nach Schießpulver aus dem Hals. Wenn er dann einen brennenden Zombie beißt, es beide auseinanderreißt. Dies wäre schlecht für unseren Helden, er könnte keinen Loot anmelden und somit keine Waffe flicken und Zombies in die Hölle schicken. Somit schließt sich nun der Kreis, weil bitte nicht die Waffe wegschmeißt. Das ist großartig. Das sind richtig, das liest sich auch richtig gut. Das ist Dankeschön dafür. Die sind richtig gut. Und also nochmal Schande über mein Haupt. Wir haben halt die Dead by Daylight Folgen im Stream hintereinander, weißt du ja vielleicht. Und also eine Schande. Es muss an die Öffentlichkeit. Richtig gut. Und ja, ich habe mir eine neue Magnum gebaut. Die habe ich mir auch nicht ercheatet, die habe ich mir regulär zusammengezimmert, aber ich wollte einen Ausflug machen und wollte die Magnum hier lassen, deshalb habe ich die da reingepackt. So, und ich nehme jetzt mal eben, was lodert denn hier noch? Das schalten wir mal aus. So, und ich habe mich, glaube ich, auch schon ausgefallen gemacht. Ja, gegessen habe ich, trinken habe ich auch. Wir werfen nochmal so ein Dings ein. Und ich glaube, wir wollten auf Schatzsuche gehen. Jetzt mal gucken, ob ich hier noch irgendwas ausgeschaltet. Wo ist es denn? Da. Treasure Map. Toggle Active. Toggle Active. Okay, wir gehen auf Schatzsuche. Wir haben Wood Frames, wir haben eine Schaufel, wir haben alles dabei. Dann lass uns doch auf Schatzsuche gehen. Dann machen wir das doch einfach mal. Und ey, Mann, hast Urlaub und kommst zu nix, ne? Ne, Benzin sollte ich mitnehmen. Sollte ich denn auch welches haben. Und eine Wrench sollte ich mitnehmen. Das ist nie falsch. Ich auch nicht mehr die beste, ne? Die sollten wir mal reparieren eben. Mal diese Versorgung. Die repariere ich mit Forged Iron, ne? Wahrscheinlich. Ja. Forged Iron. Nehmen wir mal 10 Stück eben nochmal mit. So, das gibt fixt. Ah, nee, da war ich heute mal im Garten, war heute der erste. Wir haben jetzt Dienstagabend, 22 Uhr jetzt gerade. Und ich habe ja morgen keine Folge. Das ist natürlich total doof. So, eigentlich wollte ich heute um 4 aufgenommen haben. Und dann saß ich im Garten und dachte mir so,
oh, trinkst ein Bierchen und sitzt da so ein bisschen und du, oh, nimmst heute Abend noch 7 Days auf. Und dann kam um 7 eine SMS von Avo rein. Hast du uns vergessen? Und ich gucke so rauf, ich so, ach du Scheiße, ich muss weg. Ja, wir wollten eigentlich um 18 Uhr Friends aufgenommen haben, weil wir, sonst haben wir mal freitags aufgenommen und wir haben jetzt einfach mal gemeinschaftlich den Tag umgelegt auf Dienstag. Und, ach, das ist ja so unnormal hell hier. Und ja, da ist, das hatte ich aber irgendwie total vergessen im Urlaub. Ich habe jetzt kein Benzin mitgenommen, ich Idiot, ne? Nee. Mann. So, ich bin ein bisschen in Hektik gerade. Muss ich gleich mal wieder ein bisschen runterfahren, weil hier solche Konzentrationslücken bringen ja auch niemanden etwas. Ups. So, wo war denn hier das Benzin wohl? Ach, ist klar. Ja, da kommen wir noch lange mit hin. Das läuft doch. Passt. Wow, was war das denn für eine Tür da draußen? Ich glaube, da mochte mein Nachbar seine Tür nicht mehr. Er hat gesagt, du gehst jetzt mit mir. So hat sich das angehört. Na? Und jetzt zippelt auch hier nicht so rum. So ist gut. Wo ist denn der erste Schatz? Links. Obwohl, nee, wo ist der nächste Schatz? Wo ist der, der am nächsten ist? Das wollen wir mal gucken. Wo sind die denn ganz? Da ist einer. Da ist einer. Das ist keiner. Dann nehmen wir doch erstmal den. Ja, 33% Sprit. Ja, so. Dann gucken wir da nochmal. Und dann kam heute zurecht. Von wem war es denn noch? Also Run war mit dran beteiligt an der Diskussion, aber wer hat es geschrieben? Ich weiß es gerade nicht. Oder was war irgendwie Porter? Den konnte ich leider nicht antworten. Irgendwie hat das Spiel da, hat YouTube da eine Macke, den kann ich sehr häufig gar nicht antworten. Da steht da, nö, geht nicht. So, einfach so lapidar. Bin doof. Sag mal, wenn da noch Spikes vorstehen, sollte die Mauer da nicht lieber 2 Block hoch sein und oben 3 etwas? Ja, jetzt, wo du es so sagst, dachte ich mir, auf der anderen Seite, doch, meine Außenmauer ist, glaube ich, 3 hoch, ne? Also einmal Stein und dann kommen 2-mal Gitter, glaube ich, ne? Ja, dann muss ich natürlich noch einen höher machen. Das heißt, 2-mal Iron Bars übereinander werde ich nicht stapeln, weil das kostet mir einfach zu viel Material. Das mache ich wohl nicht. Oh, 2 Bären, da auch. Könntest du mal weiterfahren? Danke. An was bleibe ich denn hier mal hängen? Komisch, naja. Also muss ich die Mauer wohl doch nochmal eins höher ziehen. So, aber jetzt ist Tag 39, an Tag 40 kommen die Hunde, dann kann ich schön meine Mauer drin machen. Da habe ich dann, bin ich ja sowieso mehr oder weniger ans Haus gefesselt, finde ich jedenfalls immer keine so ganz doofe Idee. Und dann wollen wir mal gucken. So, auf zum Schatz. Und doch ein größerer, ein längerer Weg hier wahrscheinlich. Mal gucken. So, naja, okay. Also wie gesagt, nur Stress im Urlaub. Unglaublich, ne? Wenn man so Sachen vergisst, ist halt doof, ne? So, und dann werde ich jetzt aber nur noch eine Folge aufnehmen, weil heute kommt um 14 Uhr übrigens kein Subnautica. Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, ich pausiere es, bis das Update da ist, also das reguläre Update, und dann starte ich natürlich auch neu. Wahrscheinlich hole ich mir so eine Grundausstattung dann irgendwie mal aus der Konsole, das kann durchaus sein. Aber ich will jetzt nicht in 3 Wochen 2-mal neu starten, das ist total albern. Und naja, im Detail gehe ich da in dem Video ein, was ihr um 14 Uhr sehen könnt, weil um 14 Uhr kommt hier was anderes. Lustiges Game. Falls jemand von euch den Film The Cube kennt, wird er auch mit dem Spiel seine helle Freude haben. Oh, dann sind wir ja hier schon soweit. So, aus... es ist eigentlich clever, wenn man sich aus der Richtung drauf zubewegt, aus Südwesten. Ah ja. Moment.
So, genau. Dann laufen wir nochmal aus der Richtung. Na, okay. So. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt mal. Bräuner Stoff, davon ist ein Zeltplatz. Ist ja auch schön. Na. Und wann fängt es an zu blinken? So langsam müsste es doch aber mal. Okay. Dann ist es doch. Ja, aber wo ist es denn dann? Moment. Oh, gucken. Machen wir das mal aus dieser Richtung her. Okay, dann würde ich sagen, dass der Schatz. Ich habe keine Idee. Ich habe keine Idee. Ich grab jetzt einfach mal hier. Ich habe keine Idee, wo der sein soll. Man könnte sich natürlich in der Wüste auch noch mal eine Höhle suchen, um dann vielleicht hier mal Öl, dieses Oil-Shelf rauszuholen. Also ganz ehrlich, wo soll denn das? So, hier neben. Hier könnte es, da drunter könnte es liegen, genau. Und zwar, eigentlich genau, ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee. Ich komme mit dieser Triangulation nicht klar. Irgendwie bin ich zu doof dazu. Ich weiß, dass, dank Sedlina Sera, dass das Ding, die Grundform, wo diese Kiste liegen kann, wohl diamantenförmig ist. Nach Norden und nach Süden sind das Na gut, aber immerhin finde ich auf diese Art und Weise Sand, das ist ja auch schon mal etwas. Dann besorgen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen Sand. Kann ja für Zement auch nie schaden. Auf die Art und Weise habe ich wenigstens Sand. Ist gar nicht mal so schlecht, dass es hier liegt. Aber ich verstehe es halt gerade nicht, wieso ist nicht, dass es noch ein tiefer liegt, dann würde ich mir aber einen Hintern beißen. Weil hier so ein Berg ist, ein Hügel. Ne? Ich muss nur aufhören zu schippen, sofern ich irgendwas sehe, was hier Holz aussieht. Na, da habe ich mich auch verjagt. Ich mache mal lieber schnell einen Ausgang. Das war aber auch letzte Sekunde, ne? Oh, wo kommst du denn her? Jungs! Das finde ich überhaupt nicht lustig. Ich wollte doch nur ein Loch graben. Ich glaube, da hier wieder die ganzen Zombies aus der Umgebung haben, oder? Die Magnum ist schon besser. Muss ich sagen. Ja, die nehme ich gerne mit. Ne. Ja. Ja.
Da kommt schon wieder irgendwas angekrochen von hinten. Vitamine sind immer gut. Die brauche ich jetzt auch. Das weg da. Die Shotgun brauchen wir zwei Schuss, ne? Immer anscheinend. Oh, nicht schon wieder, Leute. Legt euch doch gehackt. Ey, wenn ihr mir meine Kiste kaputt macht, dann bin ich aber sauer. Ach so, Wanderhorde. Die haben mir ihr festes Ziel vor Augen. Einfach weiter. Okay. So. Ich glaube, das Loch muss weiter hier sein. Also auf alle Fälle grabe ich mir das jetzt mal so, dass ich... boah, hör mal, ich hoffe, ich kriege das in dieser Folge noch hin. Oh, ein Polygon des Todes. Ich hoffe, ich kriege das in dieser Folge noch hin. Diese doofe Kiste zu finden. Echt jetzt? Da kann ich nicht durch? Weil ich mich dann... Ich glaube, Woodframes draufpacken hilft dir einmal, ne? Ist die Frage, wo man die draufpacken muss. Kann ich darüber laufen? Ist ja geil. Okay, das funktioniert so nicht. Ah, jetzt ist es weg. Aber ich stehe immer noch in der Luft. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Ja, aber es scheint weg zu sein, ne? Hä? Okay. Merkwürdig. Wow, das macht mir Angst gerade. Okay. Gut. Man sieht nicht runtergucken unter den Schatten. Ach, wegen des Polyg... Oh, gut, dass ich hier nicht wohne, ey. Ja, wo ist denn jetzt die doofe Kiste? Okay, aber ich kann die Lady looten. Jetzt muss ich das ganze Gelände hier umgraben. Ich glaube es einfach nicht. Wo ist denn die Kiste? Es blinkt mich ganz frech an hier. Warum hat die denn hier schon 15 Blocks? Und nach da sind's. Die muss hier sein. Ich weiß auch nicht, ob die immer in der Mitte von denen sitzt. Ich habe mich, glaube ich, aus den falschen Richtungen angenähert oder das falsch interpretiert oder sowas. Wo soll denn die Kiste sein? Okay, immerhin kriege ich auf die Art und Weise. Okay, wir. Das ist dann, toll. Super. Eigentlich dachte ich mir, boah, komm, in der einen Folge kannst du locker drei Schätze finden oder zwei oder so. Du hast ja ein Moped. Dieses. Ich bin jetzt drauf und dran, hier einfach mal, wow, durch die Erde zu gucken. Echt. Okay, da muss ich echt aufpassen. Ich sollte da nicht mehr weitergraben. Aber wo, das kann doch nicht angehen. Die muss doch hier irgendwo sein. Die kann doch jetzt nicht so weit weg sein, die Kiste. Ich bin ja auch echt ungeduldig, was sowas angeht, ne? Ich glaube, ich bin zu tief. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bin ich auch zu tief. Und wahrscheinlich ist sie gleich irgendwo hier. Oder hat mir die jemand schon kaputt gemacht hier? Wo kommt das Loch her? Das ist ein ganz uncooles Loch hier. Ich habe keine Idee, wo die Kiste ist. Wir sind da irgendwie zu tief. Ich weiß auch nicht, ob da der Berg mit zu berücksichtigen ist oder nicht. Aber hier sieht es ja nicht so aus, als wäre was. Ich kriege dieses System nicht raus mit den Kisten. Vielleicht sollte ich da wirklich mal einen Skillpunkt reinhauen, ey.
wäre vielleicht wirklich mittlerweile angebracht. Ich habe 11 Punkte, so. Scavenging. Treasure Hunter. Bye. Treasure Radius 9. Sehr witzig. Das hilft mir jetzt auch nur bedingt, ne, oder? Jetzt mal ehrlich. Hier ist nichts mehr. Hier ist... Ja, ganz ehrlich, war doch überall. Wo soll denn der Schatz liegen? Liegt der dann eigentlich immer genau in der Mitte von diesem Bereich, was das Spiel meint, was es anzeigt? Oder liegt der gar nicht in der Mitte, sondern kann der irgendwo in diesem Gebiet liegen? Weil ich immer versuche, irgendwie die Mitte zu finden. Ich meine, das kriege ich eh nicht hin, wie ihr seht. Aber wo zum Geier soll der denn liegen? Ich kann das doch jetzt nicht noch tiefer. Ich schneide jetzt. Nee, ich bin immer noch nicht weiter, außer dass mir dieser Polygon hier zu schaffen macht. Das ist doch nicht normal. Guck mal, wir haben hier 9 Blocks, ne? 9 Blocks bis darüber. Was ist denn das da für ein Nupsi? Achso, der Schädel sieht auch lecker aus. 9 Blocks haben wir hier. Und, es ist doch die Mitte davon. Ich verstehe das nicht. Oh. Oh. Oh, das geht aber weit nach draußen. Ich werde das jetzt in dieser Folge machen. Ich habe Überlänge, aber absolute. Aber richtige Überlänge. Oder liegt das hier? Naja, gut, ich kriege, wie gesagt, Unmengen an Sand zusammen. Wir heben das hier mal 2 tief aus irgendwie. Ja, 2 muss 2, 3 Blocks, ne? Hat das doch immer geheißen. Ich grab jetzt mal in diese Richtung weiter. Ah, es ist ja nervig. Ich weiß ja nicht, ich kriege das nicht hin mit den Dingern. Weißt du, da willst du eigentlich die Folge irgendwie Weltschatzsuche nennen oder sowas, aber da war was. Warum ist die denn... Oh, hab nichts gesagt. Reed, Mika, Hirbel... kenne ich auch schon, okay. Okay, Medizinkiste. Also Medizindingens war das, so, okay. Wo ist denn mein Minibike? 16.51 Uhr. Winter ist voll. Ne? The dog day is over. Das können wir uns ja für morgen aufheben. So, Erde brauche ich nicht unbedingt. Steine, ja. Gläser, nö. Holz, 8, nee. Die brauche ich auch nicht unbedingt. Ich habe es alles wieder aufgenommen. Ne? Ja. So, use, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Die kommen auch da rein. Ja gut, Platz haben wir hier noch. Das ist nicht so das Problem. Nee. Ah, will ich jetzt... Also ich will an diesem Tag noch einen anderen Schatz schaffen, auf jeden Fall. Quick Waypoint. Ich habe schon wieder irgendwas aufgenommen, was ich nicht aufnehmen wollte. Okay, so. Es tut mir leid, dass das nicht zügiger ging. Ich mache das nicht absichtlich, aber es ist schon scheiße. So, ich würde sagen, bis 22 Uhr schnappen wir uns den Schatz da noch. Allerdings nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Und ich würde mich, na Schweinchen, ich würde mich freuen, wenn ihr damit dabei seid. Kann ich unterwegs auftanken? Geht das mit E? Nee. Aber ich kann... Wie tanke ich denn auf? Ich denke, das geht, wenn das drin ist im Auto. Ich dachte, man hätte mir das mal gesagt. Dass man auftanken könnte, wenn es im Kofferraum liegt.
Habe ich vielleicht falsch verstanden? Ich weiß nicht. So, ich verabschiede mich für diese Folge. Wir sehen uns am Freitag wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Wie gesagt, schaut da mal um 14 Uhr in diese Subnautica-Ersatzfolge an. Macht einfach nur Laune. Und kostet ein Apfel und ein Ei. Also nicht mal. Ich glaube, weiß ich, ein Kilo Äpfel kostet mehr. Das ist so. Also falls ihr das jemand einfach mal just for fun holen will oder wie mit ein paar Kumpels spielen will oder sowas, 1,50 oder so. Und Pandoron hat es gefunden. Richtig geil, brillantes Spiel. Ups. Okay, so. Da wären wir ja. Und schon wieder Ärger an der Hacken gleich. Diesmal aber nicht. So, danke. Okay, da schaffen wir in der nächsten Folge wieder so ein fieser Cliffhanger. Polly, ich bin auf dein Gedicht gespannt. Okay, bis dann. Tschüss. Ich meinte natürlich Claudi, Polderblues und ich Poldi. Ich bitte um Verzeihung. Bis dann.